Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii und wir sind jetzt hier in Welt 6-4 und die große Frage ist, wartet dort Yoshi auf uns oder wartet er dort nicht auf uns? Yoshi? Wie? Was? Wo? Was sagst du dazu? Ach komm. Ich habe so stark damit gerechnet, dass er in dieser Itembox da oder in diesem Fragezeichenblock ist. Der muss hier sein, da ist er. Da muss er sein. Da ist er. Yoshios. Irgendwie gerade voll. Ich habe in letzter Zeit voll das Verlangen, alle Leute mit Us am Ende zu nennen. So wie Sozius. Yoshus. Yoshus. Yo, Schuss, Tor. Nein. Lassen wir das einfach mal. Da ist nichts drin, alles klar. Da ist bestimmt auch nichts drin. Nope. Gut, wir haben jetzt die Fliegercappy und Yoshius. Das ist eine Kombination, die eigentlich recht cool ist, denn dann kann uns die Fliegercappy erstmal nicht genommen. Da ist noch eine. Wow. Kann uns die Fliegercappy erstmal nicht genommen werden und sind hier tatsächlich zwei Wege eingezeichnet, einmal mit dem Yoshi und einmal mit der Fliegercappy. Tatsache, da ist noch eine Frucht. Alter, was ist mit euch los? Bäm, bäm. Nein, 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 das war nicht so gut. Nein, ich wollte. Nein, das gibt's nicht, ey. Ich bin so blöd. Okay. Ach. Yoshi, könntest du vielleicht einen Propellerkopf kacken? Das wäre voll nett von dir. Ich hätte nämlich gern wieder einen. Bitte, tu mir den Gefallen. So, das ist die fünfte Frucht. Und es gibt eine Feuerblume. Das ist nicht so nach meinem Geschmack. Hallo. Alter, diese Maulwürfe, die gehen mir gerade getrost auf die... Ach. Warum lasse ich mich eigentlich auf das Spiel drauf ein? Warum? Das Beste in diesen Spielen ist einfach, sich nicht auf die vorhergesehenen Hindernisse einzulassen. Denn dann kann man es eigentlich alles ohne Probleme schaffen. Alter, wie viele Münzen sind das denn? Nein! Alter, da laufe ich 30 Meter und dann verpasse ich eine einzige. So, sorry für den kurzen Schnitt. Meine Mom ist gerade kurz reingekommen und hat mir Bescheid gesagt, dass sie jetzt meinen Papa zur Arbeit fährt. Weil meine Mama das Auto noch braucht. Und dann darf mein Papa nicht selber fahren, der Arme. Na, so ist das. Das Leben ist manchmal nicht so nett. Deswegen habe ich aber jetzt auch meinen Yoshi irgendwie verloren. Ich habe ihn irgendwie weggeworfen, als meine Mom reingestürmt ist. Ich weiß auch nicht so genau, was da passiert ist. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal im Nachhinein angucken. Da unten sind Münzen. Ich habe Angst. Ich brauche die Fliegercappy, glaube ich. Da ist er. Komm. Komm zu Papa. Nein. Och, Mario. Wir sind echt im Moment kein gutes Team. Ich glaube, wir sollten mal wieder Super Mario World spielen. So, sehr gut. Ich habe übrigens vor... ja, ich weiß jetzt nicht genau... Wahrscheinlich werdet ihr das Video sehen und dann ist es noch nicht passiert. Ich habe vor, es kursiert auf YouTube so eine kleine Super Mario World Challenge. Und zwar gibt es halt den Fact, dass man Super Mario World No Death Run Challenge macht. Und zwar darf man da keine Secret Exits einsammeln oder betätigen, damit man sich halt gewisse Wege und gewisse Vorteile nicht erschaffen kann und man darf halt nicht sterben, logischerweise. Und das hat, ich weiß gar nicht mehr genau, wer der Gründer dieser Challenge war. Das werde ich dann natürlich noch in Erfahrung bringen, bevor ich das mache. Das haben aber schon einige Leute gemacht. Zum Beispiel habe ich jetzt beim letzten Mal den, wie heißt er nochmal genau? EC Hickel. Ich glaube, irgendwie so heißt er, der Macher von Dedel World 3, 2 und 1. Der hat da auch mitgemacht und hat es relativ weit geschafft. Der hat es fast bis in die Bowser-Welt geschafft. Also, er ist am Castle in Welt 7 gestorben, wenn ich mich recht erinnere. Und ich dachte mir, das ist doch mal eine gute Sache. Wo ist denn jetzt die letzte Sternmünze? Scheiße. Das ist doch eigentlich eine coole Sache und ich meine, ich kann das Spiel einigermaßen. Vor allen Dingen das originale Super Mario World ist jetzt nicht alt. So schwierig hier ist die. Ja. Okay, wir haben sie. Jetzt müssen wir noch ins Ziel kommen, aber das sollte kein Problem sein. Vor allen Dingen das originale Super Mario kann ich relativ gut. Und mal gucken, wie weit ich da kommen würde bei so einem No Death Run Challenge. Das ist natürlich jetzt die große Frage und ich hätte da große Lust zu und
Ihr guckt ja auch gerne eigentlich alle hier auf dem Kanal Super Mario World und wieso nicht? Mache ich das mal. Also das habe ich vor. Das wird dann ein Part, der auch irgendwie eine Stunde lang sein kann, je nachdem wie weit ich halt komme. Ich werde es in einem Part hochladen und dann wird es halt einfach so als kleines Special und das packe ich dann auch in meine Super Mario World Playlist. Da ist ja auch schon Speedrun, den ich damals gemacht habe, den ich mir übrigens vorgestern mal angeguckt habe und das ist ja wirklich richtig schlecht, was ich da mache. Naja. Vielleicht mache ich so ein Speedrun auch nochmal und vielleicht ein bisschen besser. Mal gucken. Ich habe große Lust auf das Spiel, deswegen könnt ihr da immer mal wieder drauf gespannt sein, ob da mal wieder so ein kleines Special-Video oder ähnliches kommt. Ich glaube, ich hätte in die andere Kanone gemusst. Ja, das war so gut. Das war so unglaublich gut. Applaus, 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 Applaus. Ach ja, naja. Zwei Leben ist doch schon mal was. Wir sind jetzt mit den Leben so langsam bei den 50, oder? Wir müssen jetzt mal gucken, wie viele wir jetzt genau haben. 46. Ich wollte ja gerne die 99 Leben schaffen, habe dann aber in den ersten vier Welten irgendwie so schlecht gespielt, dass es irgendwie außer Reichweite geflogen ist. Aber so im Moment mache ich wieder Leben ganz gut plus und vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Und das war eigentlich Schwachsinn, dass ich jetzt hier, das kostet wieder nur Zeit, weil ich natürlich die Fliegercappy behalten will. Da hätte jetzt nichts drin sein können, was mich irgendwie begeistert, aber naja, lassen wir das. Okay. Damit ist die Fliegercappy dann auch wieder weg. Ach, ärgerlich. So. Hier hat gerade irgendjemand im Haus voll laut geschrien, deswegen war ich kurz erschrocken und dachte mir, hallo, was ist denn da los? Aber es scheint wohl nur. Ach ja. So, tut mir leid wegen dem Schnitt, aber kleine Brüder sind eben was Tolles. Das passiert halt, wenn ich aufnehme, wenn es irgendwie nicht nachts ist. Aber damit kann man, denke ich mal, leben. Bitte nicht. Boah, der Knochen trocken. Und dann noch unter dem Eisball her. Unter dem Schneeball. Unglaublich. So. Okay. Ich glaube, ich muss hier. Ja. Da musste ich hin. Wir müssen jetzt hier halt quasi uns nach oben arbeiten. Währenddessen dieses Ding versucht uns immer wieder zu erwischen. Und da müssen wir jetzt einfach halt aufpassen. Aber so wie es aussieht, sind wir schon relativ weit oben. Und ich kriege diese scheiß Blöcke irgendwie nicht hin. Irgendwie funktioniert das hier gerade nicht. Meine Güte, meine Güte. Ich kann irgendwie gerade nicht richtig von diesen Dingern abspringen. Was mache ich denn da? Hier geht's immer. Okay, jetzt vielleicht. Okay, okay. Wir haben unsere Eisblume immerhin behalten. Das ist auch mal ein Fortschritt. Okay. Nein! Ich war doch fast. Warum kriege ich es jetzt nicht hin? Alter, hoch, 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 hoch. Hoch, danke schön. Oh, was ein Krampf, ey. Ach du Scheiße, da kommt jetzt noch einer von oben. Ach du Jemine. Okay. Dieses Bowser-Schloss ist hier relativ hart. So wie es ausschaut. Ach du Kacke. Es ist, ja, was heißt relativ hart, ist es jetzt auch nicht, aber es stört mich halt so ein bisschen, weil ich halt dann immer warten muss. Und ja, wenn man in so einem Level warten muss, das macht mich immer ungeduldig. Und dann passieren mir oft Flüchtigkeitsfehler. Was ein bisschen blöd ist. Sehr gut. Müssen wir warten, bis es wieder hochgeht, damit wir uns da dann rüberschießen können. Quasi jetzt so sollte passen. Jo, optimal. Okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein. Oh, ja. Das ist ärgerlich. Aber jetzt schnell hoch. Schnell. Okay. Es war so klar. Es war so klar. Okay. Da ist noch ein Power-Up. Es war optimal, wie wir jetzt hier durchgekommen sind. Ich hätte fast verkackt. Ich hätte fast verkackt. Aber mir ist dann noch aufgefallen, dass es da eigentlich die Sternmünze sein muss. Ich wollte erst hier vorne hochspringen, aber dann habe ich gemerkt, dass es da halt noch so einen kleinen Schacht gibt. Das wäre jetzt blöd gewesen. Dann hätten wir nämlich das ganze Bowser-Schloss nochmal machen müssen. Müssen wir aber nicht. So. Und
Tatsachenentscheidung. Haben wir jetzt eine Feuerblume für den Kampf? Ach du Kacke, hier kommt die Scheiße auch von oben runter. Das habe ich so ja gar nicht in Erinnerung. Nervt mich nicht. Okay, wir müssen uns einfach immer hier links und rechts halten. Dann sollte das alles ganz gut funktionieren. Ja, es ist relativ einfach, der Boss. Aber die Mini-Bosse sind ja sowieso nicht so das Problem. Okay, jetzt mache ich nochmal Kacke, aber dann ist er auch down. Hätte nicht sein müssen. Ist aber im Endeffekt dann auch nicht weiter schlimm. Aber im Endeffekt auch nichts, was mich so richtig flasht. Ah, VBT-Zitat. For the win. Ich gucke im Moment viel VBT. Ich weiß auch nicht wieso. Am geilsten war ja ES-Medics, die leider raus ist. Ich weiß nicht warum. Aber macht jetzt auch nicht so viel Sinn, darüber zu reden, wenn hier Leute sind oder die das nicht kennen oder das nicht gucken, dann langweilen die sich oder was auch immer. Aber VBT ist auf jeden Fall eine coole Sache, muss man dann einfach mal so ganz trocken sagen. Hm. Ja, Todd, dir werden wir nicht helfen. So. Dann haben wir schon wieder zwei Level geschafft. Dann machen wir jetzt das Todd-Haus. Dann haben wir das Todd-Haus, die One-Up-Kanone, zwei Level und dann machen wir noch ein Level. Und dann haben wir doch relativ viel geschafft. Auch in diesem Part wieder. Das ist doch unglaublich toll. Ja, es ist unglaublich toll. So, die Power-Up-Tafeln. Mal gucken, ob ich sie da ganz gut hinbekomme. Wir fangen mal hier an. Alles klar. Ja, das ist so ein Start, den ich mir gewünscht habe. Na, fuck. Okay. Okay, hier wird nicht noch ein Bowser sein. Ja. Jetzt die Frage, es gibt noch zwei Bowser. Einer oben, einer unten. Ach, das ist sehr gut. Jetzt kann ich eigentlich kaputt gehen, jetzt ist mir alles egal. Ich habe die Fliegerkappe. Sehr gut. So, jetzt ist die Frage, wo die Bowsers sind. Ich gehe mal davon aus, dass in dieser Reihe nicht noch ein dritter Bowser ist. Und damit habe ich tatsächlich recht. Jetzt muss ich mal gucken. Hier sind noch vier drum. Ich würde ja fast denken, dass hier in dieser äußeren Reihe oben oder unten noch einer ist. Und der andere könnte eventuell hier sein. Ich probiere es mal. Okay. Also ich würde sagen, dass einer in dieser Reihe ist. Und dann vielleicht noch einer. Ja, das ist jetzt die große Frage. Ja. Sehr gut. Wo war denn der Bowser Junior? Tatsächlich in der rechten Reihe, ganz rechts. Den letzten Bowser konnte ich nicht ganz so irgendwie einordnen, wo er sein könnte. Und dann habe ich halt einfach mal Pech gehabt. Er hätte genauso gut oben sein können, aber... Ach ja, es ist halt trotz allem immer noch Glück, aber ich weiß nicht. So ein bisschen hier fuchsen, da fuchsen, finde ich geht da schon. Und ich habe gerade gesehen, dass uns noch ein Secret Exit fehlt. Auch Fisch nicht. Nicht du. Na, der Typ, der macht uns instant tot. Das ist nervig. Vor allen Dingen, wenn hier so Bergpassagen sind. Weil die einfach relativ... Ach du Scheiße. Das war so unnötig. Gut, da ist ein One-Up drin. Gut, dass wir das schon mal wissen. Jetzt die Frage, nehmen wir uns einen Pinguinanzug? Der könnte uns insofern helfen. Ja. Wobei ein Pinguinanzug ist auch eigentlich relativ schwachsinnig. Wir nehmen mal eine Feuerblume. Ich meine, wir haben so viele Items hier gerade. Oder was heißt hier gerade die ganze Zeit? Man muss sie auch mal irgendwann einsetzen. Wir sind jetzt schon fast in... Naja, fast ist übertrieben, aber schon 2,5 Level vor Ende. Da können wir jetzt auch mal so langsam die Items einsetzen. Vielleicht schaffen wir es dann auch, mehr Leben aufzusammeln, beziehungsweise aufzustocken. Da ist er wieder. Der nervige Krösus. Ich lebe noch. Okay. Was? Ist hier wieder irgendwo eine Feuerblume drin? Nein. Ah, jetzt hätte ich mir einfach die Sternmünze holen sollen. Okay. Optimal. Da ist eine Feuerblume. Das war sehr gut. Auf das One-Up. Oder obwohl, wenn wir den jetzt tot haben, können wir das One-Up ja nochmal holen. Dann ist es ja überhaupt gar kein Problem. Und dann hier hoch. Ja, sehr gut. Ich wollte jetzt erst kurz warten, dass das Wasser wieder hochgeht, aber im Endeffekt
auch nichts, was mich so richtig flasht. Nee, im Endeffekt war es dann auch nicht notwendig, weil wir da so hoch kamen. Und die Mittellinie. Ist die Frage, wo sie zweit sterben müssen. Das ist ja immer so ein Rätsel, weil man ja auch nie genau weiß, ist sie vor oder nach der Mittellinie. Hier wird sie jetzt wieder nach der Mittellinie sein, vielleicht dort vorne. Nee. Ach, ich hab mich doch gedreht. Aber da haben wir noch eine Feuerblume. Ist der Fisch jetzt weg? Gibt's ihn nur im ersten Levelteil? Ich weiß es nicht. Eventuell schon. Da ist die Sternmünze. Ja, holen wir uns die einfach mal mit dem Panzer. Relativ bequem, würde ich jetzt mal sagen. Oh, das war knapp. Da kommt man gar nicht so rüber, das ist gemein. Nein, ach man, oh. Och, das ist jetzt ärgerlich. Ach du Scheiße. Gut, jetzt haben wir hier wenigstens eine kleine Fliegereinlage. Mal gucken, wohin uns die bringt. Ist hier vielleicht... Hier ist kein Secret Exit, oder? Nee. So, jetzt die Frage, wo ist das Secret Exit? Hier haben wir erstmal wieder einen Pilz. Der ist relativ beruhigend. Ich frage mich gerade, ob der Fisch vielleicht uns doch nicht mit einem Mal fressen kann. Ich will es aber auch nicht unbedingt ausprobieren. Das sollte man auch dazu sagen. Ah, ist jetzt die Frage, ob ich jetzt die dritte Sternmünze schon verpasst habe. Oh. Wahrscheinlich. Die wird hier irgendwo zu holen sein mit diesem Fliegerding. Okay, wartet mal ganz kurz. Ich habe da vielleicht eine Idee. Kann man hier hoch? Nee, auch nicht. Und hier hat man das Fliegerteil bekommen, ne? Also, vielleicht ist es doch nach der Röhre. Naja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Röhre rein und dann... Oh, bitte nicht. Nein, nein. Okay. Einfach in die Röhre jetzt rein und dann gucken wir mal, ob vielleicht dahinter dann das Ding ist. Könnte ja sein. Scheint aber nicht so. Okay. Die Sternmünze fehlt uns noch, dann müssen wir dann nochmal gucken gehen. Weiß ich jetzt gerade nicht so genau, wo die sein sollte. Ist mir jetzt nichts aufgefallen. Werden wir aber auch auf jeden Fall noch finden. So, ich hoffe, dass es mein Auto, das sieht die Zeit gerade komische Kurven an. Ich hoffe, dass das alles so relativ in der gleichen Lautstärke ist. Ansonsten würde ich sagen, können wir den Part jetzt auch beenden. Welt 6-6, danach kommen noch 6-7, glaube ich, und dann schon wieder die Burg. Heißt, wir sind schon wieder relativ weit hier in Welt 6. Die gehen jetzt mal relativ schnell auch. Und damit geht es auch Richtung Ende. Dann kommen nur noch Welt 7, Welt 8 und dann mal gucken. Welt 9 natürlich auch noch. Die gibt's auch noch. Ja, wer wusste es nicht? Ich habe euch gespoilert. Das wusste wahrscheinlich jeder. So, also, wir werden uns dann wiedersehen im nächsten Part, ne? Bis dann und ciao, euer Cornel.